Hey yo Leute, Crymax hier und in diesem Video geht es um ein neues Anti-Cheat-System von Rockstar Games, denn vielleicht geht es ja dem einen oder anderen von euch so, dass ihr euch gestern vor eure Konsole gehockt habt, habt GTA gestartet und als ihr dann online wart, habt ihr gesehen, dass ihr Geld und RP verloren habt oder sogar in einem Cheater-Pool gelandet seid und deswegen mache ich jetzt hier dieses Video, denn ich habe gestern richtig viele Nachrichten bekommen, in denen mir eben Leute geschrieben haben, dass sie RP oder Geld verloren haben oder sogar in einem Cheater-Pool gelandet seid und das Ganze hängt eben mit einem neuen Anti-Cheat-System von Rockstar Games zusammen und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache dazu jetzt einfach mal ein Video, falls es euch auch so geht, falls ihr davon auch betroffen seid. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Geld oder RP verloren habt. Würde mich auf jeden Fall mal richtig interessieren. Wie gesagt, ich habe gestern richtig viele Nachrichten von Abonnenten bekommen. Und ja, Leute, ich lese eure Nachrichten, auch wenn ich nicht auf jede antworte. Und deswegen gibt es jetzt hier einfach mal dieses Video, weil ich euch damit warnen möchte. Und zwar gibt es, wie schon am Anfang gesagt, ein neues Anti-Cheat-System von Rockstar Games. Und dieses war eben schon vor einigen Tagen bekannt gegeben im amerikanischen Raum. Ich habe dazu jedoch kein Video gemacht, weil ich dieses neue Anti-Cheat-System gar nicht ernst genommen habe, weil man davon auch nicht mehr viel gehört hat. Also es wurde so in den Raum geschmissen, dass ein neues Anti-Cheat-System geben soll, aber man konnte einfach munter weiterklitschen. Ja, und jetzt ist es eben soweit, dass die Leute auf den Old-Chain-Konsolen, also auf der Xbox 360 und auf der PS3 eben Geld und RP verloren haben und teilweise, wenn sie einen Unlock-All-Account hatten, sogar in einen Cheater-Pool gesteckt wurden. Ist auf jeden Fall richtig krass, Leute. Ja, ist halt nur auf der Old-Chain. Ich hab's auf der Next-Chain getestet. Da hatte ich noch alles auf der Old-Chain. Habe ich auch einen Teil meines Geldes verloren und habe sogar noch 10 Level verloren. Wie gesagt, Leute, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr auch etwas verloren habt, würde mich auf jeden Fall richtig interessieren, ob es noch mehr Leuten so geht. Jedenfalls will ich euch mit diesem Video warnen, dass ihr es mit dem Glitchen nicht übertreiben solltet, da ihr vielleicht dann auch euer Geld und sowas verliert oder sogar in einen Cheaterpool gesteckt werdet. Und falls ihr schon mal in einen Cheaterpool wart, ja Leute, das ist echt richtig mies, denn GTA macht alleine nur halb so viel Spaß. Und deswegen will ich euch einfach warnen, passt ein bisschen auf, wenn ihr Money-Glitches oder RP-Glitches macht. Falls ihr gerade einen guten habt, dann übertreibt es trotzdem nicht, denn dieses neue Anti-Cheat-System schlägt einfach direkt an, wenn man in einem kurzen Zeitraum zu viel Geld oder RP bekommt, dann wird man das einfach direkt wieder verlieren und ja, Leute, ein paar Stunden lang Money-Glitch machen, bringt dann auch nichts mehr, wenn man im Endeffekt doch wieder alles verloren hat. Deswegen einfach die Warnung, Leute, bitte übertreibt es nicht, dass ihr dann auch noch in einen Cheater-Pool gesteckt werdet und das war im Prinzip auch schon das komplette Video. Wie gesagt, Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch betroffen wart und bitte übertreibt es nicht, Leute, nicht, dass ihr noch euer komplettes Hab und Gut verliert. Und ja, dann hoffe ich natürlich, wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihm so ist, dann prügelt jetzt wie immer auf den Like-Button ein für einen größeren Bizeps und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, Leute, euer Crymax.